Hallo, mein Schatz, wir lieben dich. Du bist die Einzige für mich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Finale quasi. Die ersten drei Spiele haben wir schon gemacht. Jetzt kommt Spiel Nummer 4. Und zwar ist das die Whisper Challenge. Bei der Whisper Challenge ist es so, dass wir laut auf den Kopfhörern Musik drauf haben werden. Der andere ein Wort sagt und wir müssen an den Lippen des anderen ablesen, was er denn da gesagt haben könnte. Im Idealfall ist es lustig, im Zweifelsfalle sehr lustig. Schnick, schnack, schnuck. Ach, ich glaube, ich nehme immer dasselbe, Mann. Der gute alte Stein, der gewinnt immer. Wer fängt an? Ich fange an mit Raten. Wir haben übrigens 45 Sekunden Zeit. Alter, ist das laut. Wir haben übrigens 45 Sekunden Zeit, das Wort des anderen zu erraten. 45 Sekunden! 45 Sekunden! Ja. Atomkraftwerk. Atomkraftwerk. Ich verstehe kein Wort, ja, Alter. Mach richtig, bitte. Ich mach richtig. Atomkraftwerk. Astronaut. Oh, schon mal Astronaut? Ganz schlecht. Nee. Automaten. Nee, hey, hör zu. Atomkraftwerk. Astronauten. Astronautennahrung. Ja, Astronautennahrung. Nein, Mann, nein. Atom. Guck mich an. Atom. Ja. Atombombe. Atomkraftwerk. Ja! In der Zeit. Jetzt hast du am Ende hast du richtig gemacht, Alter. Na, ich Sein zweites Wort, los geht's. Hornhautentferner. Oldtimer. Hornhautentferner. Oldtimer? Oldtimer? Nee. Boah. Hornhautentferner. Old Trafford. Ja, nee, nein. Ey, Mann. Nichts mit Old. Nichts mit Old. Nicht mit Old. Ja, das hast du gehört. Ja, okay. Hornhautentferner. Ich muss lachen. So ist es. Ich gebe mir Mach Blut. Richtig. Mach. Hornhautentferner. Haus in der Mitte. In der Mitte das Haus. Fast. Maus. Haut. Aus. Haut. Haus. Raus. Hornhautentferner. Old House Trafford. Nein. Horn. Horn. Letzte Chance, Alter. Hornhautentferner. So. Das wäre der gute alte Hornhautentferner. Vollpfostenantenne. Vollpfosten. Wow! Ja, Vollpfostenantenne. Vollpfostenansatz. Vollpfostenantenne. Oh shit, er errät, ich will nicht, dass er so. Vollpfosten? Antenne. Einsatz. Antenne. Ansatz. Antenne. Amtsarzt. Vollpfosten. Vollpfosten. Antenne. 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 Vollpfosten. Affentanz. Nein. Vollpfosten ist super. Ja? Vollpfosten. Antenne. 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 Tja, schade. Es wäre das Jugendwort. Das beziehungsweise das zweitplatzierte Jugendwort 2016 gewesen. Vollpfostenantenne. Ach, die gute Die gute ja, Gott. Ich benutze es ständig. Weißt du, was das ist? Eine Vollpfostenantenne? Selfie-Stick. 7:8? 7:8? Ich bin 8. Ja. Alles klar, los geht's. Ready? Ich bin bereit, ja. Hey, da steht schon 2 Sekunden. Okay. Gentleman's Club. Schenkelplatzerklappe. Gentleman's Club. Stellplatzklappe. Gentleman's Club. Klappe. Am Ende Klappe? Nein. Okay, ähnlich. Es sind 3 Silben. Also, ja. Gentleman's Club. Gentle. Schenkel? Gentle. Schenk. Oh Mann. Gentleman. Schenkelbag. Gentleman. I don't know. Gentleman's Club. Du machst immer Zunge. Ich hasse dich. Schenkel. Erste Wort. Erste Wort. Gentleman's Club. Erste Wort nur. Gentle. Schenkel. Nein, ich hab doch auch schon 500 Mal Schenkel gesagt. Gentle. Alter. Gentle. Das ist, ey. Das ist, oh Mann. Das ist wie, oh.
Ah, oh, wo ist hier Stopp? Das ist wie mit einem Hund spielen. Der Hund macht auch nur. Das ist wie mit einem Hund spielen. Was war es denn? Gentleman's Club. Oh, ich hasse dich so sehr. Schenkelplatzklappe. Ich bin mir 100%, ich spule das zurück. Du hast Schenkelman's Club. Nein, Mann! Oh, Baby, Baby. Bereit? Ja, ja. Was? Hey, die Zeit läuft. Nö. So werde ich betrogen. Bist du bereit? Ja. Hörst du mich? Was? Gefährliches Halbwissen. Oh. Alter, ey, ich bin immer gnädig mit dir. Ich bin auch. Du bist behindert. Gefährliches Halbwissen. Gefährlich. Stopp, gefährlich. Nicht anfassen, ist mir eklig. Nochmal, erst, das sind zwei Worte? Ja. Okay. Gefährlich. Nochmal. Gefährlich. Gefährlich. Halbwissen. Halbwissen. Kalb. Gefährliches. Halbwissen. Gefährlich. Mann, langsam mal! Gefährlich. Halbwissen. Halbwissen. Nochmal. Halb? Halbwissen! Halbwissen! Gefährliches Halbwissen! Ja. In the Barbie World. Alles klar, steht 8-8 für mich. Los geht's, nächstes Wort. Bereit? It's fantastic. You can brush my hair. Notruf Hafenkante. Kannst du nicht noch längere Worte nehmen, bitte? Notruf Hafenkante. Urologen. Notruf Hafenkante. Notruf Hafenkante. Ich sehe nicht. Ich kann es nicht mehr erahnen. Hafenkante. Notruf Hafenkante. Was ist der? Los, sag's nochmal. Notruf Hafenkante. Ohne Scheiß, er macht so. Notruf Hafenkante. Autounfall. Affengeräusche, du machst Affengeräusche. Siehst du, du machst Affengeräusche. Notruf Hafenkante. Sag. Notruf Hafenkante. U-Hafen. Hafenkante. Ey, das ist kein Wort. Nein. Oh. Notruf Hafenkante. Hör zu, Leute. Notruf klingt wie. Sieht Notruf klingt wie. Notruf. Notruf. Wie steht's? Notruf. 8-8. Für mich. Oh fuck, Finale. Finale. 8-8, spannender geht's eigentlich gar nicht. Und das letzte Spiel ist die Try Not to Laugh Challenge. Wir gehen jetzt auf YouTube, schauen uns ein Video an und wer lacht, verliert. Also, wir gucken uns jetzt ein Video an, das wir beide noch nicht kennen. Ich würde sagen, wir gucken 5 Minuten. Mhm. Wenn du lachst, krieg ich einen Punkt. Wenn ich lache, kriegst du einen Punkt. Und am Ende haben wir den König von Lass mal reden. Okay, ich glaube, das wird schwer. Weißt du, warum? Warum? Weil du kein Herz hast und nicht lachen musst. Aber bring dich nicht zum Lachen jetzt schon. Okay, wir gucken jetzt Reddit's Try Not to Laugh Challenge, Klammer auf, Original, Klammer zu. Okay. Oh my god. You fucking kids! I've got places to be! That's nice. What does he say? Cut! Mann, hab mein Herz. Ja. Du hast auch gehört. Nein, du zuerst. Good boy.
Wir ermahnen uns gegenseitig beim Lachen, ne? Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Du, zwei, drei. Ich muss weinen, ich will. Pepsi Bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. To talk to a customer, please press 1. Chris, what do you think? Oh, now you know I'm allowed to think. Okay. Weißt du was? Ja. Ich habe heute verloren, aber ich habe die Herzen der Zuschauer gewonnen. Also das wünsche ich dir. Und als König von Lass mal reden ist meine erste Amtshandlung, dem Volk zu sagen... Dem guten Volk! ...zu sagen, dass es den Hofnarren bestrafen darf. Was ist die Strafe für Chris, dass er heute verloren hat? Schreibt es in die Comments. Vielen Dank. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich eine unberechtigte Niederlage Was? Mit unfassbar fiesen der Sachen... Der König ist erzürnt! Ja, Decke. Wenn euch das Video gefallen hat, hey, erzählt allen unbedingt weiter, dass es diese zwei Videos gibt. Zwei und zwei sind vier. Diese zwei Videos gibt. Abonniert uns, hinterlasst einen Daumen und ja... kommentiert unter einem der beiden Videos oder meinetwegen auch unter beiden Videos, was denn meine Bestrafung sein soll. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In dem Sinne verabschieden wir uns. Ich sag tschüss. Ah. Und shine on.